Guten Abend im Journal, liebe Zuschauer. Uns beschäftigen heute unter anderem die nächtlichen Schüsse in Schwäbisch Gmünd und wir haben außerdem diese Themen für Sie. Emotionale Ausstellung. Im Rathaus Biberach geht es um das Thema Suizid. Spende. Rapper K1 hilft krebskranken Kindern. Außerdem Stadtradeln. 3 Wochen Radeln für ein gutes Klima. Und sommerlich. Zumindest morgen wird es in der Region noch einmal richtig sonnig. Es war ein unruhiger Abend für die Anwohner in Schwäbisch Gmünd. Kurz nach 18 Uhr gehen mehrere Notrufe bei der Polizei ein. Ein Schuss sei im Osten der Stadt gefallen. Kurz darauf findet die Polizei die Leiche eines 40-jährigen Mannes. Vermutlich ist ein Streit zwischen 2 Brüdern eskaliert. Montagabend in der Straße im Kiesecker in Schwäbisch Gmünd. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Denn hier im Wohngebiet haben Zeugen Streitigkeiten und einen Schuss gehört und die Polizei alarmiert. Um kurz nach 18 Uhr sind uns hier Streitigkeiten gemeldet worden. Die Polizeistreife, die dort hiermit als erstes eintraf, hat dann eine tote Person an einem Wohnhaus aufgefunden. Zeugen berichten zudem, dass ein Schuss gefallen sein soll. Dringend tatverdächtig der 48-jährige Bruder des Opfers. Ein Zeuge und Anwohner gibt an, er habe den Streit zwischen den beiden Männern aus der Ferne mitbekommen und auch, wie der Konflikt dann wohl in Gewalt umgeschlagen sei. Also zu dem Zeitpunkt war ich mit meiner Frau und den Kindern am Abendessen und wir hatten die Fenster gekippt und dementsprechend haben wir den Streit gehört. Und dann ist meine Frau raus, hat das Fenster aufgemacht und hat gesagt, das reicht jetzt, es könnte mal ein bisschen ruhiger sein. Daraufhin kam dann noch der Schuss. Es sei schrecklich gewesen, diesen Schuss zu hören, sagt der Anwohner. Zwar hätten die beiden Brüder öfter gestritten, doch seien sie ihm bislang nicht als gewalttätig aufgefallen. Die Situation am Einsatzort sei für die Beamten durchaus brenzlig gewesen, berichtet ein Polizeisprecher heute auf Anfrage. Ja, als die Kollegen auf den Tatverdächtigen trafen, hielt er eine Pistole in der Hand. Nach Aufforderung hat er diese dann beiseite gelegt, sodass er auch widerstandslos festgenommen werden konnte. Der mutmaßliche Täter sitzt in Haft. Die Ermittlungen laufen weiter. Ja, die Staatsanwaltschaft hat die Obduktion beantragt. Diese soll Sicherheit und Aufschluss geben über die genaue Todesursache. Die Obduktion selbst ist für heute Nachmittag anberaumt. Wann die Ergebnisse der Obduktion vorliegen werden, ist noch nicht klar. Ob und wie sich der Tatverdächtige zu dem Vorfall geäußert hat, dazu will sich die Polizei derzeit nicht äußern. Der Grund des Streits oder ein mögliches Motiv. Wir werden Sie weiterhin auf dem Laufenden halten. Und nun zu einem ganz anderen Thema. Es geht um Tiere, denn in den vergangenen 60 Jahren hat sich die Zahl der Vögel in Deutschland mehr als halbiert. Auch hier in der scheinbar idyllischen und grünen Bodenseeregion macht sich das Vogelsterben deutlich bemerkbar. Die Ornithologen Peter Berthold und Georg Heine beobachten die Entwicklung mit großer Sorge. 3 Paare Kohlmeisen können in einem Hektar ökologisch betriebener Apfelplantage bis zur Hälfte aller Schädlinge vertilgen. Doch die meisten Apfelplantagen in der Bodenseeregion werden gespritzt, genauso wie die meisten anderen landwirtschaftlichen Flächen. In der industrialisierten Landwirtschaft sehen die Ornithologen Peter Berthold und Georg Heine den Hauptgrund für das landesweite Vogelsterben. Seit den 60er Jahren spritzen wir mit Bioziden alles, was wir nicht essen können, aus diesen Feldern raus, sodass wir heute Felder haben, die bestehen zu 99,9% aus Mais, 99,9% aus Weizen. Da bleibt kein Platz, weder für eine Kornblume, Mohnblume, für eine Feldlerche, für nichts. Alles wird durch Hab- und Raffgier nur auf uns selber ausgerichtet. Rund 65% aller Vögel sind seit den 60er Jahren verloren gegangen. Allein in der Bodenseeregion stehen aktuell etwa 30 Arten kurz vor dem Aussterben. Alle 10 Jahre werden die Vogelbestände kartiert. Die Ergebnisse? Ernüchternd. Zwar gibt es einige Vogelarten, wie zum Beispiel den Schwarzstorch, deren Populationen in der Region wachsen. Das ist aber der Ausnahmefall. Egal ob Gartenrotschwanz, Feldlerche oder Haussperling, die Zahl der Tiere ist rasant zurückgegangen. Für Georg Heine, der schon seit seiner Kindheit Vögel beobachtet, ist das sehr frustrierend.
Ja, das ist manchmal sehr bedrückend, wenn man kartiert und man geht durch den Wald durch und es gibt dann Zeiten, wo meinetwegen 10 oder 20 Sekunden überhaupt kein Vogel mehr ruft. Dann kommt man sich vor, während der Brutzeit muss permanent mehrere, 5 oder 10 Vögel rufen, normalerweise permanent, aber da gibt es dann Stellen, da singt gar nichts mehr. Es ist der stumme Frühling eigentlich. Aber wie lässt sich diese Entwicklung stoppen? Durch eine Umstrukturierung der industrialisierten Landwirtschaft? Die hält Peter Berthold für unwahrscheinlich, solange keine Katastrophe eintritt. Zum Beispiel Ernteausfälle, weil es keine Bienen mehr gibt, um die Blüten zu bestäuben. Auch beim Blick in viele deutsche Privatgärten sieht Peter Berthold für die Zukunft der Vögel schwarz. Wir haben halt fast lauter noch Psychopathenrasen so hoch gemäht, alle 14 Tage runtergesäbelt. Viele gehen jetzt dazu über, die pflanzen gar nicht mehr an Rasen an, sondern schütten schwarz-weißen Granit auf, damit sie nichts mehr pflegen müssen. Das sind schlimmere Vollwüsten als die meisten landwirtschaftlichen Flächen. Dabei machen Haus- und Schrebergärten rund 4% der deutschen Landschaft aus. Genauso groß ist die Fläche der deutschen Naturschutzgebiete. Wenn also die Gartenbesitzer darauf achten, ihre Gärten oder auch Balkone insekten- und vogelfreundlich zu gestalten, wäre den Tieren schon sehr geholfen. Jeder kann zum Beispiel in seinem Hausgarten was tun oder auf seinem Balkon, um möglichst viele kleine Oasen einzurichten, wo Tiere und Pflanzen, wildlebende Tiere und Pflanzen, einen Unterschlupf haben, bis mal wieder mehr Ökologie in die große Fläche hineinkommt. Übrigens, Peter Berthold und Georg Heine raten dazu, Vögel ganzjährig zu füttern. Denn selbst im Sommer sind die natürlichen Nahrungsquellen für die Tiere immer knapper. Ja, so kann jeder zumindest einen kleinen Beitrag leisten, um den Vögeln in der Region zu helfen. Wir kommen nun zu den Kurznachrichten. Der Hosskircher Mordprozess hat nun auch ein juristisches Nachspiel für den Hosskircher Bürgermeister Roland Haug. Die Staatsanwaltschaft Ravensburg hat Anklage wegen falscher, uneidlicher Aussage gegen ihn erhoben. Roland Haug war im Februar als Zeuge vor dem Landgericht Ravensburg geladen. In seiner Aussage widersprach er dort den Angaben von 2 Kriminalbeamten. Diese hatten ausgesagt, dass der Bürgermeister von einem Gespräch mit dem Vater des Beschuldigten erzählt hatte. Der Termin für die Verhandlung vor dem Amtsgericht Ravensburg steht noch nicht fest. Weitere Meldungen haben wir jetzt für Sie im Überblick. Darf man auch im Badischen "leck mich am Arsch" sagen? Auf Bayerisch und Schwäbisch heißt das nur so viel wie "lass mich in Ruhe". Doch eine Frau aus dem Bodenseekreis hatte genau deswegen eine Anzeige und Unterlassungsklage gegen ihren ehemaligen Arbeitskollegen erhoben. Der soll sie bei der Arbeit auf diese Weise beschimpft haben. Der Mann bestritt jedoch, es in ihre Richtung gesagt zu haben. Heute Vormittag landete der Fall vor dem Überlinger Amtsgericht. Nach einem einstündigen Hin und Her entschuldigte sich der Angeklagte schließlich bei seiner ehemaligen Kollegin und die beiden legten ihren Rechtsstreit bei. Auf ein Urteil wurde verzichtet. Ob ein beherztes "Leck mich am Arsch" im Baden nun als Beleidigung gilt oder nicht, liegt wohl weiterhin im Ermessen der Richter. Ein Sachschaden von rund 60.000 Euro, aber glücklicherweise keine Verletzten. Das ist die Bilanz eines Gebäudebrands am Samstagnachmittag in Dieterskirch. Die Feuerwehren Dieterskirch, Uttenweiler und Offingen sowie die Stützpunktfeuerwehr Riedlingen waren im Einsatz. Nach einer Ausfahrt hatte der Rollerbesitzer sein Fahrzeug in der Garage in einem Dieterskircher Wohngebiet abgestellt. Wenige Minuten später stellte er entsetzt fest, dass der Roller brannte. Die Feuerwehr wurde kurz vor 15.30 Uhr alarmiert. Bei ihrem Eintreffen stand die Garage bereits im Vollbrand und das Feuer breitete sich auf das Dach und auf das direkt angebaute Wohnhaus aus. Die Feuerwehr konnte das Feuer in der Garage schnell unter Kontrolle bringen und verhinderte ein Übergreifen des Brandes auf das Wohnhaus. Von der Drehleiter aus öffneten die Feuerwehrleute die Dachhaut des Gebäudes, um sicher zu sein, dass sich dort keine weiteren Glutnester gebildet hatten. Die Garage dagegen brannte mit den darin abgestellten Fahrzeugen komplett aus. Baumaschinen statt Autos. Die Arbeiten für den Ausbau der B312 bei Biberach kommen planmäßig voran. Knapp 13 Millionen Euro investiert der Bund in das Projekt. Wie aktuelle Bilder von der Baustelle zeigen, wird die Straße nicht nur breiter. Die Strecke wurde auch begradigt, damit Verkehrsteilnehmer weniger scharfe Kurven fahren müssen. Zudem erhält der Verkehr vom Jordanband kommend eine Überholspur, damit am Hang langsamere Fahrzeuge überholt werden können. Eine Brücke für den landwirtschaftlichen Verkehr wird derzeit genauso errichtet wie Querungshilfen für Fußgänger auf Höhe der Bushaltestellen. Im Dezember soll die Straße für den Verkehr freigegeben werden. Große Dankbarkeit und Anerkennung haben zahlreiche Redner dem scheidenden Egesheimer Bürgermeister gezollt.
Josef Bär habe es mit Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Sachverstand und Fleiß geschafft, die Gemeinde voranzubringen. Finanziell, baulich, kulturell und wirtschaftlich. Bei der letzten Wahl erreichte er sogar 100% Zustimmung. Zahlreiche Blumen gab es für seine Frau Roswitha. Bär war hauptamtlicher Bürgermeister in Wehingen, nebenamtlicher in Egesheim und ist noch nebenamtlicher Bürgermeister in Reichenbach. Sein Nachfolger Hans Marquardt wurde in sein Amt verpflichtet. Nach dem Wunsch des Gemeinderats wird der Verwaltungsfachmann hauptamtlich tätig sein. Alarmierung wegen qualmender Photovoltaikanlage. Die Biberacher Feuerwehr und die Werksfeuerwehr von Böhringer Ingelheim sind am Montagnachmittag in den Stadtteil Birkenhof ausgerückt. Der Hausbesitzer hatte die Einsatzkräfte alarmiert, weil er auf seinem Dach eine Rauchentwicklung bemerkte. Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr waren die Solarkollektoren überhitzt. In der Folge begannen sie zu qualmen. Ein offenes Feuer hat es aber nicht gegeben. Auch wurde niemand verletzt. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens war zunächst nichts bekannt. Willkommen zurück im Journal. Wenn sich jemand das Leben nimmt, dann ist das ein Schock für Freunde und Familie. Für die Hinterbliebenen ist es schwer, mit dem Thema umzugehen, denn Suizid ist für viele noch immer ein Tabuthema. Genau deshalb haben Mitglieder der Selbsthilfegruppe Argus Angehörige um Suizid und die Caritas eine Wanderausstellung ins Biberacher Rathaus geholt, die sich genau mit dem Thema beschäftigt. Sie wollen aufklären, informieren und vor allem das Thema Suizid aus der Tabuzone holen. Das Ziel der Verantwortlichen der Selbsthilfegruppe Argus, Angehörige um Suizid und der Caritas Biberach ist, dass das Gespräch über Selbsttötung möglich wird. Dafür haben sie eine Wanderausstellung nach Biberach geholt. Diese ist in drei Teile gegliedert. Der erste Teil ist die Information über Suizid, Hintergründe, Zahlen. Welche Menschen sind betroffen? Im Prinzip kann es jeden treffen. Der zweite Teil ist dann die Suizidtrauer. Wie geht es den Hinterbliebenen? Und der dritte Teil ist dann Hilfemöglichkeiten. In Biberach bietet die Selbsthilfegruppe Argus einmal im Monat eine offene Gesprächsrunde an. Derzeit sind es zwischen 10 und 15 Teilnehmern, die regelmäßig kommen, sich austauschen und Mut zusprechen. Für Jugendliche mit Suizidgedanken bietet die Caritas außerdem eine anonyme Beratung per Mail an, die U25 Suizidberatung. Jeden Einzelnen geht das Thema etwas an. Wer sich Sorgen um Freunde oder Bekannte macht, der sollte das Thema ansprechen und dann zuhören. Da sagen wir immer auch in den Mails, wenn jemand uns schreibt, ich mache mir Sorgen um eine Freundin oder so, sprich's an und frag nach und trau dich, das Thema anzusprechen und direkt nachzufragen, weil nur so weißt du auch, was wirklich Sache ist. Und man öffnet dadurch einfach auch nochmal so die Möglichkeit der anderen Person gegenüber, die dann vielleicht auch sagt, ja, du hast recht, so ist wirklich. Bis zum 27. September ist die Ausstellung im Biberacher Rathaus zu sehen. In den nächsten 2,5 Wochen gibt es auch einige Veranstaltungen zum Thema Suizid. Zum Beispiel Vorträge oder einen ökumenischen Gottesdienst. Eine Lesung findet außerdem schon morgen Abend 18.30 Uhr im Rathaus statt. Wir kommen nun zu weiteren Kurznachrichten. Am Flughafen in Memmingen gibt es neue Ziele im Winterflugplan. Die irische Billig-Airline Ryanair fliegt ab dem 19. Oktober 2-mal pro Woche in die israelische Metropole Tel Aviv. Außerdem bietet Ryanair neue Verbindungen nach Marrakesch, Lemberg, Brindisi, Banja Luka und Edinburgh an. Auch die ungarische Billigfluggesellschaft Wizz Air bietet weitere Ziele an. Sie fliegt ab Memmingen in den Kosovo und nach Moldawien. Mehr Meldungen aus der Region gibt es jetzt für Sie. Ein ungewöhnliches Bild bot sich am Samstag Anliegern der Donau in Riedlingen. Im Fluss schwammen Hunderte von Backwaren. Brötchen, Brezeln, Brote und mehr hatte ein Unbekannter in die Donau geworfen. So viel, dass im Bereich der Holzbrücke in Riedlingen der Fluss in der kompletten Breite mit den Backwaren übersät war. Anwohner berichteten über einen kontinuierlichen Strom an Brot und Kleingebäck, der über eine Stunde anhielt. Nun ermittelt die Polizei, wer dieses Mittel illegal entsorgt haben könnte. Zwar sind Hinweise eingegangen, aber eine heiße Spur gäbe es noch nicht, wie ein Polizeisprecher sagte. Zwei Supermärkte an der Stockacher Straße in Tuttlingen sind in die Jahre gekommen. Deshalb wollen sowohl Lidl als auch Kaufland neu bauen. Über die Höhe der Investitionen ist noch nichts bekannt. Klar ist aber, auch die Stadt Tuttlingen. Mehrere hundert Besucher sind zu den insgesamt 12 Programmpunkten am Tag des offenen Denkmals nach Biberach gekommen. Ein Höhepunkt waren die Führungen durch das Gebäude in der Schulstraße 26. Dabei soll es sich in Teilen um das älteste Haus der Stadt handeln. Einige der Bauhölzer stammen aus dem Jahr 1316. Das haben Untersuchungen ergeben.
Zimmermeister und Restaurator Bernd Otto führte die Besucher durch das Haus und erläuterte die Besonderheiten. Der Verein Stadtforum Biberach belagerte sozusagen den Platz rund um den Gießübel. Die Besucher erwarteten nicht nur Turmgeschichten und Führungen durchs Quartier, sondern auch eine Ausstellung. Der Titel »Fachwerk trifft auf Beton«. Das Stadtforum thematisierte aber vor allem den jahrelangen Leerstand des Steigelagers. Wir haben das Fass auf den Kopf gestellt, sagt Cornelius Mauch, Geschäftsführer von Bolz Intec aus Eisenharz. Was er damit meint? Die auf Pharmaprodukte spezialisierte Firma hat ein Patent für ein neuartiges, kosten- und zeitsparendes Edelstahlfass erhalten. Nach jahrelanger Arbeit hat das Unternehmen ein Patent auf ein neuartiges Produkt erhalten. Das sogenannte Best-Cost-Edelstahlfass. Gut ein Drittel der herkömmlichen Arbeitsschritte für die Fertigung eines Edelstahlfasses werden eingespart. Es kann leicht transportiert und recycelt werden. Das Kerngeschäft der Firma sollen aber weiterhin aufwendige Spezialanfertigungen für die Pharmaindustrie bleiben. Ja, wie Sie wissen, werfen wir jeden Dienstag in unserer Rubrik Was wurde aus? Einen Blick auf die Themen, die unsere Region am meisten bewegt haben. Und auch diese Woche hat sich wieder so einiges getan. Neues gibt es dieses Mal unter anderem zum Konzerthaus in Ravensburg und zu einer Spendenaktion, an der auch Rapper K1 beteiligt war. Schauen Sie mal. Spendengelder für krebskranke Kinder sind da. Bei der Spendenaktion in Friedrichshafen Ende Juli sind rund 3.660 Euro für den Förderverein Krebskranke Kinder Tübingen zusammengekommen. Gesammelt hatte der Friseursalon Herrlich mit Hilfe prominenter Unterstützung durch den Rapper und gebürtigen Häfler K1. Der gab eine Autogrammstunde vor dem Salon seines Jugendfreundes. Gespendet wurden alle Einnahmen des Tages aus dem Friseurladen, der Erlös aus dem Essens- und Getränkeverkauf und der Inhalt einer Spendenbox. Auch Sponsoren waren an der Aktion für den guten Zweck beteiligt. Vergangene Woche hatte der Förderverein die Spenden nun vollständig erhalten. Von dem Geld werden krebskranke Kinder unter anderem in Musik-, Schreib- und Maltherapien unterstützt. Der Förderverein ist vollständig auf Spenden angewiesen und hat durch die Aktion auch überregional Aufmerksamkeit bekommen. Möglicherweise muss die Stadt Ravensburg doch keine Ersatzspielstätte suchen, wenn das Konzerthaus weiter saniert wird. Kulturamtsleiter Franz Schwarzbauer sagte der Schwäbischen Zeitung, die Arbeiten könnten in den nächsten Jahren wie bisher während der Sommerpause verrichtet werden. Diese müsste dann allerdings eventuell bis Oktober oder sogar Mitte November verlängert werden. Seit 2015 modernisiert und restauriert die Stadt das Konzerthaus. Herzlich willkommen zurück im Journal. Auf die Sattel, fertig, los. Zur Arbeit das Auto einfach in der Garage oder auf dem Parkplatz stehen lassen und stattdessen mit dem Rad fahren. Darum geht es seit Montag in den Städten Bad Saulgau und Sigmaringen bei der Aktion Stadtradeln. Mehr als 60 Teilnehmer, je zur Hälfte aus Bad Saulgau und aus Sigmaringen, sind bei der Auftaktveranstaltung am Montagnachmittag mit dem Fahrrad nach Mengen geradelt. 3 Wochen lang sollen die Bürger aus den beiden Städten konsequent auf das Auto verzichten und möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad sammeln. Was das Ganze bringen soll? Wir möchten mit dieser Aktion, wo eine bundesweit fast stattfindet, die Leute zum Bewegen, sich Gedanken zu machen, wie kann ich aus Auto verzichten und ums Rad umzusteigen. Manchmal sind es Kleinigkeiten, wo man sonst das Auto nimmt und wo man dann wirklich dann sagt, bei dem schönen Wetter gehen wir mal aufs Rad auf. Und natürlich soll hinzukommen, dass auch die Personen, die jetzt ein bisschen umsteigen, mal das Wochenende aufs Rad geht, unsere schöne Landschaft abradeln. Und da sind wir wirklich passioniert, was die Landschaft anbelangt. Bevor die Teilnehmer in Bad Saulgau in die Pedale treten, wurden einem Dienstfahrzeug vor dem Rathaus die Räder von 4 Prominenten aus der Stadt abmontiert. Darunter Bad Saulgaus Bürgermeisterin Doris Schröter. Sie hofft darauf, dass sich möglichst viele Bürger aus den beiden Städten der Aktion Stadtradeln anschließen. Nach 3 Wochen soll eine positive Bilanz gezogen werden. Was ich auch ganz toll finde, ich mache hier in Bad Saulgau den AOK-Radtreff. Und muss feststellen, hier kommen zwischenzeitlich 70-80% mit dem Pedelec. Die Entwicklung finde ich ganz, ganz toll, weil jeder, der mit dem Pedelec unterwegs ist, hat einen Gewinn von Lebensqualität. Nach ein paar Aufwärmübungen setzte sich dann der Tross aus Bad Saulgau gleichzeitig mit der Gruppe aus Sigmaringen bei schönem Wetter in Bewegung, um sich dann in Mengen zu treffen. So konnten die ersten Kilometer bereits gesammelt werden.
dann ab auf den Drahtesel und mitmachen. Ab jetzt haben Sie noch 3 Wochen Zeit, um ordentlich Kilometer zu sammeln. Und was es bei den anderen Sportlern der Region Neuss gibt, das erfahren Sie jetzt bei uns im Sportblock. Im Reit- und Fahrverein Krumbach laufen derzeit die Vorbereitungen für das Springturnier am kommenden Wochenende auf Hochtouren. Das Publikum kann sich auf ein spannendes Programm freuen. Die Vereinsmitglieder haben die Reitanlage in den vergangenen Wochen sorgfältig gepflegt. Besonders den großen Springplatz. Der besteht aus einem Rasen-Sand-Gemisch und bietet beste Wettkampfbedingungen für das Turnier. Am kommenden Wochenende werden 13 Springprüfungen von der Klasse E bis M mit rund 500 Nennungen stattfinden. Auftaktveranstaltung für Charity-Event. Es soll ein Event der Extraklasse werden, so der Veranstalter bei der Präsentation des Indoor-Cycling-Events, das am 19. Januar 2019 in der Oberschwabenhalle stattfinden soll. Unter dem Motto Ride on Fire werden dann 300 Spinningräder gleichzeitig in Bewegung gebracht. Die Spenden sollen den Radio 7 Drachenkindern zugutekommen. Die Skater-Hockeyspieler des RV Speichingen blicken auf ein erfolgreiches Wochenende in der 2. Bundesliga Süd zurück. Die Speichinger Badgers gewannen nach dem 7:5 Auswärtssieg beim HC Merdingen auch das nachfolgende Spiel gegen den TV Augsburg. Die Partie gegen den Tabellenführer aus der Fuggerstadt verlief spannend. Am Ende setzten sich die Speichinger mit 6:5 nach Penaltyschießen durch. So wie das Wetter aktuell ist, darf es doch gerne bleiben, oder? Bernd Madlener hat jetzt die Aussichten für die kommenden Tage. Schönen guten Abend, ich begrüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. Hochdruckeinfluss und sommerlich warme Luftmassen werden uns auch noch am Mittwoch begleiten. Das Zentrum des Hochdruckgebietes namens Quirin liegt hier über dem Balkan. Es zieht langsam weg von uns, aber wir haben immer noch Schonfrist bis zu einer kleinen vorübergehenden Wetteränderung. Der Mittwoch beginnt überall in Baden-Württemberg strahlend sonnig. Später tauchen über dem Bergland Quellwolken auf und in Richtung Südbaden. Da bilden sich dann im Laufe des Abends erste Schauer und Gewitter. Vorher Temperaturen in den Niederungen von gut 30 Grad. Ein schöner Badetag noch einmal, auch rund um den Bodensee. Und auch in Oberschwaben, da herrscht überall Badewetter am Mittwoch etwa bis zum späten Nachmittag. Da scheint die Sonne und dann im Laufe des Abends tauchen dann die ersten Gewitter. Am ehesten sind es nochmal Wetterleuchten in Richtung Südschwarzwald auf. So richtig unruhig wird es erst in der Nacht. Und vorher haben wir Höchsttemperaturen von bis zu 28 Grad. Die Gewitter werden sich noch etwas ausbreiten am Donnerstag und am Freitag. Da gehen auch die Temperaturen knapp unter die 25 Grad Sommermarke. Aber der Sommer ist noch nicht vorbei, denn im Laufe des Wochenendes nähert sich ein neues Hochdruckgebiet und der Sommer holt noch einmal richtig Luft. Viel Sonnenschein dann zum Start in die neue Woche, auch schon am Sonntag, und Temperaturen wieder knapp 30 Grad. Na dann am besten ganz schnell die letzten Urlaubstage einreichen und noch ein wenig die Sonne genießen. Damit sind wir dann auch schon am Ende unserer Sendung. Ich wünsche Ihnen nun einen schönen restlichen Dienstagabend. Wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin. Tschüss.